Der nächste Vortragende ist Maximilian Schubert. Genau. Ich werde ihn mal ankündigen, während er aufbaut. Er hat Rechtswissenschaften in Graz studiert, wo er die rechtliche Zulässigkeit von Keyword Advertising zu dem Thema promoviert hat. Nach der Gerichtspraxis in Graz hat er 2007 einen Master in Innovation, Technology and Law an der Universität Edinburgh gemacht. Im Anschluss war er bei OMV Deutschland GmbH im Behördenmanagement tätig. Seit 2010 ist er als Jurist bei der ISPA, das sind die Internet Service Provider Austria, wenn ich das richtig wiedergebe. Und seit März 2012, damals wurde er zum Generalsekretär der ISPA bestellt und das ist er bis heute. Vielen herzlichen Dank. Und warum gibt es denn so im Netz? Kommt alles. Vielen Dank einmal für die Einladung, dass wir heute ein paar Dinge erklären können. Der Grund, warum ich heute hier stehe, seht ihr hinter mir, Netzsperren ist ein leidiges Thema und ich würde euch dazu gern ein bisschen was Grundsätzliches erzählen, aber auch was sich im Moment im Zusammenhang mit diesem Thema in Österreich tut. Vielleicht ganz kurz, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, 25. März 1997, irgendwelche Erinnerungen? Gut, ja, ein Kopfnicken, ausgezeichnet. Das war der Tag ohne Internet in Österreich, da haben die österreichischen Provider das Internet ausgeschalten. Es war quasi ein Streik, ein Tag ohne Internet. Und der Grund dafür war, dass die Exekutive mit einem Wiener Provider sehr harsch umgegangen ist. Es gab den Vorwurf der Kinderpornografie gegen einen seiner Kunden und anstatt quasi Kontakt aufzunehmen mit dem Provider, sind die einmarschiert und haben begonnen, sämtliche Racks abzubauen. Das war auch die Zeit, wo die Exekutive noch nicht so genau bewandert war, wie man mit diesen illegalen Inhalten umgeht. Und die haben sich gedacht, na, wenn wir mal alles ausstecken und mitnehmen, dann können wir nichts falsch machen. Wie gesagt, die Provider haben das anders gesehen und das war einer der Gründe, warum wir als Verband gegründet wurden. Die ISPA, 1997 gegründet, wir haben rund 210 Mitglieder. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, da sind Ein-Personen-Unternehmen dabei, aber genauso zum Beispiel Facebook, Google, China Telekom. Also ich denke, wir haben einen super Mix an Unternehmen. Wir haben sie auch aus allen Bereichen. Wir haben Zugangsprovider, wir haben Hosting-Provider, aber auch Content-Anbieter und sehen dadurch quasi das ganze Spektrum von Interessen beziehungsweise können unsere Mitglieder fragen, wenn Probleme oder Herausforderungen uns herangetragen werden. Die meisten unserer Mitglieder haben weniger als 25 Mitarbeiter und da agieren wir dann quasi. Wir dürfen natürlich keine rechtsfreundliche Beratung machen, eh klar, verboten in Österreich. Aber wenn eines unserer Mitglieder einen Schrieb reinbekommt, sei es von einem Anwalt oder sei es von der Exekutive, dann wird der in vielen Fällen an uns weitergereicht. Bei uns sitzen zwei Juristen, der Andreas sitzt übrigens da hinten. Und wir schauen uns das an und können in der Regel weiterhelfen. Ihr seht dann links das Logo der Stopline. Die Stopline ist unsere Meldestelle gegen Kinderpornografie und Nationalsozialismus im Internet. Und die wurde gegründet 1998. Ich habe euch vorhin die Zeitungsausschnitte gezeigt. Es hat Probleme im Bereich der Kinderpornografie gegeben und daraufhin haben die Provider gesagt, gut, da machen wir was, wir machen eine anonyme Meldestelle, damit derartige Inhalte gemeldet werden können und damit sie auch entfernt werden. Und bei entfernt meine ich gelöscht und nicht gesperrt. Und generell ist die Meinung der ISPA, wenn es um illegal im Inhalt im Netz geht, löschen statt sperren. Weil wenn man löschen statt sperren, ja passt. Weil wenn man Sachen sperrt, dann ist es nur so, dass man quasi, stellt sich vor, ihr geht durch eine Straße und seht quasi, dass hinterm Fenster was Schreckliches passiert. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder geht es dorthin, klopft es an und schaut, dass dieser Zustand abgestellt wird. Oder ihr macht das, was die andere Variante ist und so, ihr sagt, eigentlich eine Schweinerei, dass ich mir das ansehen muss, kann doch nicht bitte wer einen Vorhang hinhängen. Das ist so die Logik unserer Ansicht nach, die mit Netzsperren versucht wird. Und das Netzsperren funktionieren, das seht ihr auf der Folie hinter mir, da seht ihr die Zahlen des InHope-Netzwerkes. Das ist ein globales Netzwerk zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Und wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, etwas an Stopline meldet, dann wird diese Meldung in ein großes System eingepflegt und dann wird geschaut, wie lange dauert es wirklich, bis diese Inhalte entfernt werden. Und in 91% der Fälle sind die innerhalb von 3 Tagen aus dem Netz verschwunden. Und
Es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass das einfach ist. Wir machen das seit 1998 und am Anfang wurde noch relativ viel Kinderpornografie in Österreich gehostet. Mittlerweile sind das Ausreißer. Einmal in 3 Jahren wird was in Österreich gehostet. Ansonsten wissen diese Personen, wenn sie das in Österreich oder Deutschland speichern, ist das relativ bald wieder verschwunden. Und nachdem auch Verbrecher, wie soll ich sagen, durchaus ökonomisch agieren, sind sie ausgewichen auf andere Länder, wo sie wissen, dort dauert es länger, bis die Inhalte entfernt werden. Also löschen funktioniert, sperren unserer Ansicht nach relativ sinnlos. Safer Internet, der Andreas war so nett und hat Unmengen von Safer Internet Materialien hierher getragen. Bitte tut uns einen Gefallen, werft einen Blick hinein. Sie werden gerade durchgegeben und im besten Fall nehmt das mit nach Hause, weil wir wollen es nicht wieder zurückschleppen. Wir haben alles, wir haben Internet sicher nutzen, 84 Seiten auch für eure Großeltern, einfach verständlich aufbereitet, worauf man aufpassen soll im Internet. Eine Reihe von aktuellen Flyern, wahr oder falsch, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da sich alle einen Blick reinwerfen, aber auch unser Kinderbuch für die 3- bis 6-Jährigen, weil total spannend, wenn wir sagen, Leute, Internet ist eine tolle Sache, definitiv, aber es gibt auch ein paar Herausforderungen, auf die ihr aufpassen solltet, dass sagen alle, ja, machen wir eh, wenn die Kinder in die Oberstufe kommen oder irgendwann Sekundarstufe 2. Unser Ansatz zu sagen ist, die Personen, die jetzt Kinder sind, die wachsen online auf und denen sollte man schon jetzt mitgeben, dass es ein paar Herausforderungen gibt. Ihr seid vielleicht noch, die meisten von euch, zu jung für diese Bücher, aber früher oder später werdet auch ihr diese Bücher Kindern vorlesen. Ne? Sag ich noch. Passt, was tun wir sonst noch als ISPA? Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, warum steht das dort? Das ist eine der Organisationen, die uns am öftesten vorzitiert, wenn es um die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten geht. Sprich, dort treffen sich die Vertreter der Rechteinhaber, um zum Beispiel der Europäischen Kommission zu erzählen, wie schlimm das ist im Internet und dass da unbedingt was getan werden muss und dass da Sperren dringend notwendig sind. Dann haben wir Europol, die EC3 Expert Group und Telecommunication Providers. Auch dort sind wir vertreten, weil die Exekutive nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa ganz brillante Ideen hat, was man alles tun könnte, um Kriminalität im Internet zu bekämpfen. Unser Job ist es dann, dort zu sein und zu sagen, Punkt 1, technisch nicht so einfach, Punkt 2, viel wichtiger, rechtlich leider nicht möglich. Hören Sie nicht gern, aber wir werden es nicht müde zu erwähnen. No Hate Speech Movement erklärt sich von selbst, aber dann natürlich auch die Euro-ISPA, das ist der weltweit größte Verband von Internet Service Providern, wo wir einerseits Mitglied sind, beziehungsweise auch den Vizepräsidenten stellen. Dieses Papier kennen hoffentlich einige von euch, das war ein Joint Statement von 16 österreichischen Stakeholdern zum Urheberrechtspaket des Herrn Oettinger und wir waren eines der ersten Länder in der EU, die relativ schnell reagiert haben und klar zum Ausdruck gebracht haben, dass wir davon sehr wenig, beziehungsweise ja, sehr wenig halten, wurde in Österreich zur Kenntnis genommen. Ich denke, die meiste Aufmerksamkeit haben wir mit diesem Papier in Brüssel erfahren, einfach dadurch, dass wir als kleines Land relativ schnell waren, das Ding zu schreiben, Unterschriften zu sammeln und übrigens danke auch an alle Unterzeichner, die da im Auditorium sitzen. Gut, jetzt komme ich endlich zu den rechtlichen Grundlagen. Ich nehme mal, also ihr als Jurist findet es total spannend. Ich versuche es für euch einfach runterzubrechen, weil nicht alle diese Liebe fürs Juristische teilen. Prinzipiell sind Internetprovider nicht haftbar dafür, was Kunden auf deren Netzen tun, außer sie greifen in den Datenstrom ein. Gut. Einfache Regel, gefällt uns sehr gut. Aber dann kam eine gesetzliche Regelung, wo der Terminus technicus legistischer Pfusch ist. Das passiert in Österreich, wenn man sich auf nichts wirklich einigen kann, dann schreibt man was rein, wo die Hälfte der Bestimmung eigentlich unklar ist. Das ist der § 81 Absatz A 1a Urheberrechtsgesetz. Und da steht drinnen, dass Vermittler auf Unterlassung geklagt werden können, aber erst nach einer Abmahnung. Und dieser Paragraph hat erstens einmal sehr viel Unsicherheit, aber zweitens auch eine Reihe von Prozessen nach sich gezogen. Weil zum Beispiel, ich glaube, die Tele2 waren die ersten, die haben einmal gesagt, was ist eigentlich ein Vermittler? Ist ein Vermittler nicht eher, also die Durchsetzungsrichtlinie, die glaubt, die hat da eher an zum Beispiel Spediteure gedacht, die Dinge in den europäischen Raum einführen. Und sind Access Provider Vermittler im Sinn der Enforcement-Richtlinie? Da sind wir leider unterlegen und der EuGH hat gesagt, ja, sind wir. Und dann war der zweite Fall, das war der UPC-Telekabel-Fall, in dem der EuGH gesagt hat, ja,
Internetzugangsprovider, also Access Provider, können verpflichtet werden, den Zugang zu strukturell urheberrechtswidrigen Seiten zu verwehren. Das klingt jetzt relativ einfach, wirft aber eine Reihe von Fragen auf. Und bevor ich da noch näher eingehe, die Hauptfrage oder das Hauptproblem ist, dass wir dadurch in eine Richterrolle gedrängt werden, dass der EuGH gesagt hat, du Provider bist quasi der, der entscheiden muss, was ist strukturell urheberrechtsverletzend oder nicht. Und dann hat der EuGH noch gesagt, naja, ihr müsst sufficiently effective measures setzen. Also wir überlassen euch, was ihr macht, aber das, was ihr macht, muss hinreichend effektiv sein, um die Leute davon abzuhalten, darf aber nicht überbordend sein. Was der EuGH auch gesagt hat, ist, dass ihr, liebe Provider, könnt natürlich sagen, Entschuldigung, diese Sperre setze ich nicht um und es muss möglich sein, dass es eine gerichtliche Überprüfung gibt, dieses Antrags oder dieses Ansinnen, noch bevor ihr eine Sanktion erfahrt, also bevor ihr was zahlen müsst. Der zweite Punkt, und der ist für Nutzerinnen und Nutzer extrem spannend, ist, dass der EuGH gesagt hat, auch Nutzerinnen und Nutzer müssen die Möglichkeit haben, gegen Sperren vorzugehen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Fun Fact, sobald man davon Kenntnis erlangt, ist die Frage, wie ihr das tut, wenn ihr einfach die Seiten nicht mehr da ist und ihr nicht sicher seid, ist die einfach unerreichbar oder ist sie offline genommen worden oder ist sie gesperrt. Gut, das waren sehr viele Fragen und wir haben uns gedacht, boah, das wird jetzt eine Weile dauern, weil bis der österreichische Gesetzgeber die Vorgaben des EuGH umgesetzt hat, wird relativ viel Zeit vergehen. Der EuGH war im März und der OGH war ungewöhnlich flott. Der OGH hat nämlich gesagt, ja, stimmt, was der EuGH gesagt hat. Und im Übrigen ist alles nicht so schlimm, weil eigentlich ist das im österreichischen Recht eh schon vorgesehen. Ist für uns ein großes Problem, weil wir haben uns gedacht, da wird jetzt ein System aufgesetzt, das rechtlich irgendwie profund ist. Und er hat gesagt, nein, das machen wir über die Unterlassungsklage. Unterlassungsklage ist, wenn ihr mit eurem Auto am Grundstück vom Nachbarn parkt und der mag euch nicht, dann bekommt ihr so ein Schreiben, da steht drinnen 500 Euro zahlen und wir sind wieder Freunde. Die Unterlassungsklage wurde gemacht, um rechtswidrige Zustände möglichst schnell und einfach abzustellen. Das ist im Endeffekt nur ein sehr, sehr teurer Anwaltsbrief. Und der österreichische OGH hat gesagt, ja, also eigentlich können wir dieses Rechtsinstitut auch nehmen, um diese Abmahnungen abzuwickeln. Da ist halt das Problem, es gibt keine richterliche Prüfung und es mangelt an vielen Dingen, die der EuGH vorgesehen hätte. Aber egal, was sind die Folgen für Österreich? Wir haben erstmal Netzsperren. Die Provider sind gezwungen, diese Sperren in ihrem System umzusetzen. Aber es gibt eine Reihe von Fragen, zum Beispiel Verhältnismäßigkeit der Sperrmaßnahmen. Welche Sperren muss ich einsetzen? Oder sehr wichtig und total unbeliebte Frage, wer ist eigentlich zuständig für die Aufhebung einer Sperre? Wenn es darum geht, dass man sagt, eine Webseite muss geblockt werden, finden sich immer sehr viele Rechteinhaber, die sagen, super Sache, mach mal, macht viel schneller. Aber wenn es dann irgendwie darum geht, dass man sagt, übrigens, die Seite ist jetzt seit 6 Monaten offline, weil die Betreiber ins Gefängnis gewandert sind, kommt da mal irgendwer auf die Idee, den Provider zu, oder dürfen wir überhaupt die Sperre aufheben, auch wenn es die Seite nicht mehr gibt? Das sind so Fragen, die im Moment leider noch viel zu wenig interessieren. Oder wie schaut es aus mit Overblocking? Wenn man draufkommt, es sind viel mehr Webseiten dahinter betroffen, als nur die, die man erreichen wollte. Das ist quasi der Status quo, in dem wir jetzt sind. Wir haben diesen Streit mit den Rechteinhabern seit 2009. Das weiß ich zufälligerweise ja, ziemlich genau, weil ich damals bei der ISPA angefangen habe. Und das war in meinem ersten Arbeitsmonat, dass da so ein nebulöses Schreiben reingekommen ist. Und wir haben eigentlich gedacht, das ist irgendeine deutsche Abmahnkanzlei, die sie quasi vertippt hat und jetzt nach Österreich schickt. Aber nein, leider, das war der Beginn der Netzsperr-Historie in Österreich. Und im Moment haben wir 10 große Provider, die betroffen sind. Und es werden circa ein Dutzend URLs müssen gesperrt werden. Was ganz wichtig ist, es gibt in Österreich keine freiwilligen Netzsperren. Das mag vielleicht für uns in Österreich relativ auf der Hand liegen. Wenn man allerdings zum Beispiel in die UK schaut oder in andere Länder, dann wurden dort in den letzten 10 Jahren durchaus Agreements getroffen zwischen Providern und Rechteinhabern, wo die Rechteinhaber gesagt haben, wollen wir uns nicht einigen, wir ersparen euch die Streitereien, die Kosten und ihr entfernt einfach diese Seiten. Das hat es in Österreich nie gegeben. Und etwas, was ich auch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass die österreichischen Provider, und zwar die, die betroffen sind, eigentlich wirklich nichts unversucht gelassen haben, um das Ganze rechtlich zu bekämpfen.
Es sind im Moment noch zwei Verfahren anhängig. Und das eine ist, da geht es um die technische Umsetzung. Was müssen wir machen? Reicht eine DNS-Sperre oder muss es eine IP-Sperre sein? Und das zweite ist bezüglich der rechtlichen Qualifizierung von der Pirate Bay. Die Seite kennt sie vielleicht. Da ist die Frage, ist diese Seite eine strukturell rechtsverletzende Seite? Der Tom ist heute nicht da, bin ich fast ein bisschen enttäuscht, weil Netzneutralität ist eigentlich sein Thema. Und die Telekom Single Market Verordnung war da für uns ausgesprochen interessant. Ihr könnt euch erinnern, als ich über diese freiwilligen Vereinbarungen gesprochen habe, die es in anderen Ländern gegeben hat, das ginge mittlerweile gar nicht mehr. Also da waren die Rechteinhaber auch in Österreich nicht sehr erfreut, wie sie gemeint haben, können wir nicht vielleicht doch zu einer Einigung kommen. Und wir haben gesagt, also aus Prinzip nein, aber rechtlich ging es auch nicht mehr. Und die Telekom Single Market Verordnung bzw. der Artikel 3 sagt, Anbieter dürfen Dienste oder Inhalte nicht blockieren, außer wir bekommen uns von Behörden oder Gerichten vorgeschrieben. Und ansonsten zu den Netzsperren, gut, DNS-Blocking, IP-Blocking, die Packet-Inspection bzw. deren Umgehungsmöglichkeiten, ich glaube, das hat sehr im Publikum, da brauche ich jetzt keine großen Worte verlieren, sondern ich möchte jetzt überleiten zum Dr. Walter Hötzendorfer vom Research-Institut, weil wir uns gedacht haben, wie kann eine Lösung aussehen für das leidige Thema Netzsperren, das ein großes Maß oder mehr an Sicherheit bringt, Rechtssicherheit für Provider und Nutzer. Bitte. Ja, vielen Dank. Es freut mich, die gelbe Linie somit überschritten zu haben und auch mal im neuen Rampenlicht, ganz grellen Rampenlicht des MetaLab zu stehen. Ich komme vom Research Institute, Zentrum für digitale Menschenrechte. Das ist ein kleines, feines Forschungsinstitut, das Christoph Tschol vor 4, 5 Jahren mittlerweile gemeinsam mit dem Georg Benedikt Schmidt gegründet hat. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Christoph Tschol auch der Obmann von Epicenter Works, also vormals AK Vorrat. Funktioniert das mit dem Mikro? Und Christoph Tschol hat so etwas wie einen Track Record, so bescheidene Situationen, wie wir sie hier haben, oder wie wir sie auch mit der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie der EU hatten, irgendwie anzugreifen und das möglichst Beste daraus zu machen. Was vielleicht nicht alle wissen, Christoph Tschol hat eben die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie der EU in Österreich umgesetzt, also er hat das Projekt geleitet, eine möglichst grundrechtsschonende Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung, die eben in Österreich verpflichtend umzusetzen war, für Österreich zu entwickeln. Und das ist im Wesentlichen auch so eingeführt worden und er war dann auch federführend daran beteiligt, letztlich als Mitglied und Jurist und Obmann des AK Vorrat, diese Umsetzung und letztlich auch die gesamte EU-Richtlinie wieder wegzubekommen. Und zwar mit Erfolg. Und hier sind wir in einer ähnlich schlimmen Situation. Wir vom Research Institute vertreten selbstverständlich die Meinung, löschen statt sperren und finden Netzsperren eigentlich schrecklich. Gleichzeitig gibt es aber eben diese Judikatur, die jetzt der Max Schubert vorgestellt hat. Und die ISPA ist daher an uns herangetreten, um eine Studie zu verfassen, was das jetzt bedeutet und wie man mit der Situation umgehen könnte. Und wir haben also die aktuelle Rechtslage analysiert und das Konzept der Clearingstelle entwickelt. Ich muss dazu sagen, Christoph Tschol ist der alleinige Autor der Studie. Ich habe nur am Rande mitgewirkt, er wäre sehr gerne heute hier, er muss morgen den ganzen Tag in Innsbruck vortragen, ist daher heute schon dorthin gereist und ich werde ihn so gut es geht vertreten und euch jetzt kurz die Clearingstelle vorstellen. Wie eben der Max schon gesagt hat, gibt es also hier eine Kollision mehrerer legitimer Interessen, insbesondere Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, die eben durch die Sperren eingeschränkt wird und gleichzeitig auch die Eigentumsfreiheit im Sinne auch des geistigen Eigentums. Ich glaube, viele hier werden mir auch zustimmen, dass das Urheberrecht reformbedürftig ist, aber wie gesagt, das ist Teil dieser Situation, mit der jetzt irgendwie umgegangen werden muss. Und diese Interessen in Einklang zu bringen, ist also nach dieser Judikatur jetzt Aufgabe der Provider. Aber wir sind der Meinung,
so eine Art private Rechtsprechung. Also die werden jetzt zum Richter gemacht. Das ist aus unserer Sicht die schlechteste aller Lösungen. Und es gibt auch grundrechtlich begründet eine staatliche Schutzpflicht, solche Situationen irgendwie zu lösen. Also der Staat muss nicht nur Grundrechte der Bürger achten, indem er in diese Grundrechte selbst nicht oder möglichst wenig eingreift, sondern er muss auch, wenn es Grundrechtspositionen zwischen den Bürgern gibt, wie hier diese unterschiedlichen Interessen, muss er auch dafür sorgen, ist es ihm grundrechtlich sozusagen vorgeschrieben, dafür zu sorgen, hier eine Lösung zu finden. Und diese Clearingstelle wäre eben eine solche mögliche Lösung, sozusagen von allen schlechten Lösungen noch die gelindeste. Und wir stellen uns das eben so vor, dass Urheberrechtsinhaber an die Clearingstelle herantreten, nicht mehr also länger direkt den Provider abmahnen müssen, sondern sich mit solchen Sperrforderungen an die Clearingstelle wenden müssen. Und die Klärungsstelle prüft dann inhaltlich und prüft also formell diese Anfrage, ob dieses Recht besteht und ob das eben berechtigt ist, nach diesen Vorgaben der Judikatur also eine bestimmte Seite zu sperren. Und die würde dann diese Sperre umsetzen. Also es wäre eine zentrale Stelle, also dass hier also kein Wildwuchs entsteht, und gegen die Entscheidung dieser Clearingstelle, die wir zum Beispiel nach unserem Vorschlag bei der Telekom-Kontrollkommission ansiedeln würden. Wenn man mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, könnte man dann auch die ordentlichen Gerichte anrufen. Und Christoph Tschol hat sich hier einige Safeguards überlegt, wie man also diese Clearingstelle, die eine gewisse Sperrinfrastruktur darstellt und somit an sich schon ein Problem ist, jetzt möglichst so gestaltet, dass das nicht missbraucht werden kann und dass damit möglichst wenig Schaden im Sinne der Informationsfreiheit angerichtet wird. Und diese Safeguards beginnen also damit, dass es dort eine Einbringungsgebühr gibt. Man muss das auch in Papierform einbringen. Man kann dort nicht einfach automatisiert und digitalisiert unzählige Sperranfragen oder Sperrforderungen einmelden. Das ist eben auch mit einer Gebühr verbunden. Dann müsste es einen Kostenersatz für die Provider geben, weil die sind ja eigentlich in einer Position Informationsfreiheit versus Eigentumsfreiheit, sind ja eigentlich die Dritten, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben sollten. Und es soll dann auch eine öffentliche Liste geben. Das Problem wurde angesprochen, dass man gar nicht so leicht wissen kann oder zumindest Normalbürger nicht wissen kann, was überhaupt gesperrt wurde, und somit muss es auch transparent gemacht werden, sodass man sich im Einzelfall, also tatsächlich auch als Bürger, überhaupt einmal den Anlass hat, sich gegen so eine Sperre zu wehren. Und die bei der Clearingstelle eingebrachten Forderungen zur Sperrung müssen also befristet sein, damit eben solche Sperrleichen dann nicht entstehen und nach Jahren dann wesentliche Teile des Internets schon gesperrt sind. Also das ist jetzt übertrieben, aber es soll eben sehr kontrolliert nur so möglichst wenig gesperrt werden. Ja, was hier nicht steht, aber zentraler Punkt, nur DNS sperren und nicht IP sperren nach diesem Konzept. Und es soll dann auch über die Aktivitäten der Clearingstelle einen Transparenzbericht des Bundesministeriums für Justiz geben. Und wie gesagt, ich möchte das nochmals betonen, wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Und wir halten das natürlich nicht für eine ideale Lösung im Sinne der Informationsfreiheit, hier überhaupt eine Sperrinfrastruktur aufzubauen, aber mit dieser Lösung der Clearingstelle wäre es zumindest eine möglichst geregelte und sozusagen das sinnvollste Mittel, das uns einfällt, in dieser Misere hier Ordnung hineinzubringen, juristisch und auch praktisch. Und damit übergebe ich wieder an Max Schubert. Und der wird nur mehr eine oder zwei Folien als Zusammenfassung. Danke. Vielen herzlichen Dank. Und damit ihr seht, dass wir uns das wirklich überlegt haben, hier nochmal für euch eine Gegenüberstellung. Was ist der Status quo? Wir haben keine inhaltliche Prüfung im Endeffekt, beziehungsweise keine qualifizierte.
die Provider sind in der Richterrolle und wir haben eigentlich sehr geringe bis keine Transparenz für den Kunden. Wenn es zu einer inhaltlichen Prüfung kommt, dann landet es einmal bei einem Bezirksgericht. Das klingt jetzt blöd, ist aber leider wirklich so. Über solche Fälle entscheiden dann Richterinnen und Richter, die sonst eher mit Bagatelldelikten zu tun haben. Dann haben wir natürlich die Anwaltskosten, Gerichtsgebühren, personeller Aufwand bei den Providern, lange Verfahren, und das ist speziell für kleine Provider ein Problem. Wir haben im Moment hauptsächlich oder ausschließlich bis jetzt sind die größten Provider in die Pflicht genommen worden und die haben Rechtsabteilungen. Das ist nicht lustig für die, sie haben sehr hunderte, tausend, also viel Geld verloren. Allerdings, ich sage mal, in den Ruin hat es noch keinen Betreiber von den Großen gebracht. Ganz anders wäre die Frage, was passieren würde bei einem kleinen Betreiber. Ein kleiner Betreiber hat wesentlich weniger Spielraum, sich auf diese Verfahren einzulassen. Und dann natürlich das Haftungsrisiko. Was passiert, wenn ich eine Webseite sperre und dadurch wird ein Online-Shop irgendwie aus dem Markt gedrängt, beziehungsweise Umsatzeinbußen, beziehungsweise natürlich auch keinen Kostenersatz für die Sperren. Also eine Sperre einzurichten und aufrechtzuerhalten ist auch nicht so einfach, wie das für den Laien klingt. Und dann haben wir uns überlegt, die Clearingstelle, also wenn man versucht, es einem geordneten Verfahren zuzuführen, was hätte es für Vorteile? Und da wären die drei größten. Einerseits die inhaltliche Prüfung, wirklich durch eine Stelle, die eine Grundrechtsabwägung vornimmt und die kompetent ist, was diese Sachen angeht. Also wir würden irrsinnig gern vom Bezirksgericht wegkommen, hin zu einer Stelle, die sich wirklich auskennt mit diesen Sachen. Der nächste Punkt für uns ist die Rechtssicherheit, dass uns wer sagt, das ist wirklich strukturell rechtsverletzend, das müsst ihr leider sperren, dann werden wir auch sagen, gut, passt. Wollen wir nicht, aber werden wir tun müssen. Die Haftungsbefreiung, wie gesagt, wenn Overblocking stattfindet, beziehungsweise dass es auch, dass wir uns nicht im Konflikt befinden mit den Bestimmungen der Netzneutralität. Und der letzte, und das ist, glaube ich, fast der wichtigste Aspekt, ist, dass es Transparenz gibt, welche Seiten gesperrt werden müssen, beziehungsweise dass auch überprüft wird, ob diese Sperre noch immer notwendig ist und dass es dann im Endeffekt die Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen, beziehungsweise auch einen Transparenzbericht, wo man dann sagt, diese Webseite gibt es seit 3 Monaten nicht, diese Sperre, denke ich, können wir aufheben. Also wundert euch bitte nicht, wenn ihr jetzt in Zukunft hört, dass die ISPA sich in Gesprächen befindet im Justizministerium. Wir tun das wirklich nicht, weil wir Sperren super finden, nur weil wir sagen, wir haben den Status quo, wir haben ein irrsinniges Risiko, dass diese Sperrwelle jetzt von den großen Providern auch auf die kleinen überschwappt. Und noch bevor das passiert, würden wir schauen, dass wir eine Regelung finden, die Rechtssicherheit und Transparenz in die Sache bringt. Aber nach wie vor unser Grundsatz ist Löschen statt Sperren und wir hoffen, dass sich was tut, beziehungsweise dass auch von europäischer Seite vielleicht etwas kommt, was Sperren obsolet macht. Sehen wir im Moment noch nicht und aus diesem Grund ist unserer Ansicht nach die Clearingstelle bzw. Lösungsvorschlag unter Umständen ein gangbarer Weg. Wir werden ihn allerdings auf jeden Fall nur akzeptieren, wenn er wirklich Vorteile bringt gegenüber dem Zustand jetzt. Gut, gibt es dazu Fragen? Also ich finde es eine Schweinerei, dass in Österreich, ich habe es erst vor einem Monat bekommen, einige Seiten gesperrt werden durch die ISPs. Ich finde, die ISPs sind nicht diejenigen, die leidtragend sein sollten, weil ich bezahle dafür für diesen Dienst. Und es gibt noch immer 100 Möglichkeiten, diese Seite aufzurufen. Ich finde es einfach nur eine Schweinerei. Und wohin wird das führen? Ich meine, jetzt haben wir Zensur in 2, 3 Seiten, die ich kenne. Ja? In Zukunft, was kommt dann noch? Ja? Es geht jetzt nur um urheberrechtlich geschützten Inhalt, ist mir schon klar. Aber was kommt in Zukunft noch? Ich meine, ich finde es eine Frechheit generell. Ich fürchte, da kann ich dir nur beipflichten. Also Netzsperren findet keiner von uns toll. Allerdings, wir sehen den globalen Trend hin zu Netzsperren. Und ich glaube, die Anzahl der Länder in Europa, die es so gut haben wie wir, kann man an ein paar Finger abzählen. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn man sagt, es passiert etwas, was uns nicht gefällt, da sind wir dagegen. Absolut, d'accord. Nur wenn man sieht, dass es sich in die falsche Richtung bewegt, dann kommt der Punkt, wo man sagt, man muss versuchen, es mit zu beeinflussen, dass, selbst wenn es quasi sich das weiterentwickeln würde,
dass Safeguards da sind, die gewährleisten, dass es genau nicht dazu kommt, was wir halt in Ungarn haben oder in anderen Ländern. Ja, also ich kann dem auch nur zustimmen. Wir haben Richter, die offenbar nicht wirklich wissen, worüber sie da entscheiden, vor allem im Hinblick auf die Technik. Das habe ich jetzt gesagt, aber es wirkt so, weil eben die Sperren ja auch total leicht umgangen werden können. Das ist jetzt in der Frage angeklungen, das haben wir nicht so ausdrücklich gesagt, aber das ist natürlich eines der Probleme, warum wir gegen Sperren sind. Ja, danke. Ich glaube, ich empfinde es nicht als Schweinerei, sondern ganz im Gegenteil, ich empfinde es sehr dankenswert, was die ISPA da aufgebaut hat, nämlich dass wir diese Sondersituation haben, dass wir diese Zusammenfassung der Provider und ihrer Interessen haben, die dafür sorgen, dass ein Mindestmaß an Rechtssicherheit noch eingefordert wird, selbst wenn es nicht immer gelingt, das durchzusetzen. Und ich glaube, diese ganze Diskussion Netzsperren, die primär von den Rechteinhabern kommt, tendiert im Moment dazu, wesentlich breiter zu werden, so mit so Schlagwörtern wie Hate Speech und ähnlichen Dingen, wo es ebenso weniger genaue Definition gibt, wo dann ebenfalls versucht wird, Privatunternehmen zu Richtern zu machen. Das führt also genau vorbei am Grundrecht auf Anhörung vor einem ordentlichen Gericht. Und ich glaube, dass man diese Aktivitäten, die die ISPA da setzt und die in diese Richtung gehen, nämlich alles, was in Richtung Vermeidung von Zensur, Auslagerung von Rechtsprechung in private Hände, ganz aktiv unterstützen müssen. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der eine Herausforderung an jeden von uns ist, in diese Richtung mit etwas weiter zu tun. Wolltest du dazu noch was sagen? Nein? Ja. Dann gebe ich mal weiter, nächste Frage. Ja, hallo, mein Name ist Roland Giersig von der Digital Society. Ich wollte da kurz auf einen Begriff zurückkommen, der auf einer Folie aufgepoppt ist, und zwar auf die Url-Sperre. Also es gibt ja im Wesentlichen drei Sperrarten. Das eine ist DNS-Sperre, genau. IP-Blocking und die Url-Sperre wäre dann aber nur mit Deep Packet Inspection möglich, weil die Abfrage ja selber nur auf eine IP hingeht oder auf eine DNS, die ich abfragen könnte. Dazu die Frage, gibt es da schon, also von der technischen Seite ist es mir soweit klar, ich wollte nur fragen, gibt es da von der, sagen wir, öffentlichen Seite ein Bewusstsein dafür, dass da ganz unterschiedliche technische Probleme damit verbunden sind? Ich würde sagen, von der öffentlichen Seite her, außerhalb dieses Raumes fast nein. Was noch viel schlimmer ist, auch in den Gerichtsverfahren, die wir führen, versuchen wir das wirklich schlüssig darzulegen, und das wird dann als rechtliches whatsoever beiseite gewischt. Das ist das, aus dem Grund wollen wir weg vom Bezirksgericht, weil wir dort leider mit unseren technischen Argumenten nicht einmal Gehör finden, sondern dort ist es quasi nur Störgeräusch, weil es die Richterinnen und Richter oftmals wirklich nichts damit anfangen können. Möchtest? Ja, also wenn man sich die Liste anschaut der Sperrarten, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie man die Judikatur hier besser hätte sprechen können, sozusagen. Man hat also auch offen gelassen, welche Art zu sperren die Provider also wählen müssen. Und wenn schon der EuGH das nicht entschieden hat, dann wäre das auch in der Hand des österreichischen OGH gewesen, hier also näher zu bestimmen, welche Art der Sperre durchzuführen ist. Und ja, also danke auch für den Hinweis, dass es eben noch schlimmere Varianten der Sperre gibt, wie eben die mit Deep Packet Inspection verbunden ist. Also das heißt, dass der Internetnutzer sehr genau überwacht werden muss, um überhaupt die Sperre zu implementieren. Ja, hallo. Mich würde interessieren, was davor geschaltet ist. Also gibt es zwischen der Rechteinhaber stört sich an einem Inhalt und egal, ob jetzt die Clearingstelle schon oder die Möglichkeit heute, dass es irgendeinen Nachweis gibt, dass er überhaupt den eigentlichen Anbieter kontaktiert hat, oder es gibt ja eine Schadensminderungspflicht, bevor er da anfängt, eine große Clearingstelle zu beschäftigen, die ich dann bezahlen muss vielleicht. Wäre es ja geschickt, wenn er vorher den Inhaltsanbieter kontaktiert und sagt, Junge, was du da machst, ist illegal. Und gibt es das als Requirement sozusagen? Also
wir bezeichnen es unter dem Schlagwort der Subsidiarität und sagen, es jemand, bevor er an den Access-IP herantritt, muss zuerst versuchen, den Hoster zu erreichen. Das ist Judikatur des deutschen BGH und es ist total spannend, dass das österreichische, also ein österreichisches Oberlandesgericht die Judikatur des deutschen Höchstgerichtes aufgegriffen hat und einen Antrag abgewiesen hat in Österreich, weil sie gesagt haben, nein, ihr hättet euch zuerst einen Hoster wenden müssen, bevor ihr zum Access-ISP geht. Also das ist quasi positiv von Deutschland nach Österreich übergeschwappt und das ist ein Element, das wir auf jeden Fall als Voraussetzung sehen, also der Nachweis, dass versucht wird, auf den Hoster zuzugehen, bevor man sich überhaupt an diese Stelle wenden kann, beziehungsweise soll diese Stelle bei der Erstprüfung schauen, ob wirklich schlüssig dargelegt wurde, wird, dass dieser Versuch unternommen wurde. So, es ist im Moment alles im Fluss, aber das ist, denke ich, ein sehr zentraler Punkt, der von uns sehr oft und sehr vehement vertreten wird. Ja, ich habe es gerade ganz pragmatisch probiert. Wenn man mit dem Handy, also über das normale 3G-Netz, ist KinoXTU zum Beispiel mit einem schönen Stoppschild ausgestattet. Wenn ich ins WLAN vom MetaLab gehe, dann geht's. die Frage ist, kannst du abschätzen, wie lange das nur so möglich sein wird, dass das so ist? Zweite Frage vielleicht auch noch, kannst du abschätzen, ob in Zukunft immer Stoppschilder angezeigt werden oder nicht? Dass Stoppschilder angezeigt werden, ist... Dass der User unterscheiden kann zwischen Netzwerkproblem und politischen. Dass diese Stoppschilder angezeigt werden, ist etwas, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Weil damals, wie der OGH entschieden hat, war eines der ersten Sachen, dass wir die ISPA-Mitglieder, aber auch andere große ISPs, den großen ISP, der bei uns nicht Mitglied ist, eingeladen haben zu uns und gesagt haben, schaut her, wir haben hier einen Mustertext geschrieben und wir haben ein gemeinfreies Stoppschild auch für euch gefunden und das bitte stellt auf eure Webseite. Also nein, der ISP ist nicht verpflichtet, das anzuzeigen, aber alle ISPs, soweit mir bekannt, tun das nach wie vor, dass sie darauf hinweisen, dass diese Seite gesperrt ist. Also das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also glaubst du, lässt du das machen, dass es rechtlich bindend ist, dass das jeder machen muss, diese Dinge anzeigen? Das ist eine spannende Frage. Der EuGH sagt ja. Der EuGH sagt, du musst den Nutzerinnen und Nutzern das Recht geben, dagegen vorzugehen. Das Spannende ist, das steht sonst nirgends. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, müssen wir uns wirklich daran halten? Die österreichischen Provider sagen, sie sehen sich daran gebunden und das ist natürlich auch ein Punkt Transparenz, dass wir sagen, genau aus dem Grund wollen wir, dass wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, dass es dort explizit drinnen steht und am besten, dass über eine Stelle abgewickelt wird, damit die dann wirklich den Überblick hat, wie viele Webseiten in Österreich gesperrt sind. Ja, hallo. Mich würde interessieren, von der rechtlichen Seite her, gibt es da irgendwas in Österreich, was uns schützt vor der, sagen wir mal, was in der Fake News-Welle jetzt anrollt? Also irgendwas auf Verfassungsebene oder sowas, was die vor Zensur schützt? Bist du? Das beantworten wir. Es gibt sowas wie Grundrechte, ja. Zum Beispiel Meinungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit und das wird ein langer Kampf und ich sehe das Problem genauso, dass da noch einiges in Richtung Zensur auf uns zurollt und ja, ich kann nur als einfaches Mitglied von Epicenter Works sagen, wir werden dagegen kämpfen, mit den Grundrechten sozusagen, politisch im Vorfeld und gegebenenfalls auch wenn Regelungen eingeführt werden. Und hoffentlich mit eurer Unterstützung. Was möchtest du noch dazu sagen? Weil du das Wort Fake News aufgebracht hast. Es ist ganz spannend, man kann dieses Thema unter zwei Gesichtspunkten sehen. Fake News wurde zum Beispiel auch sehr heftig in letzter Zeit vorgebracht als Grund, warum es Netzsperren geben muss. Dass man gesagt hat, da gibt es Seiten, die sind notorisch dafür bekannt, dass Blödsinn verbreitet wird. Die Bunte, Gala oder was oder auch andere Medien, die sich Geschichten ausdenken. Scherz. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, es war. Aber das ist irrsinnig gefährlich, dass man in diese Richtung geht und das wissen wir
Und aus dem Grund sind wir zum Beispiel auch bei der Fake News oder bei der Hate Speech Debatte wirklich ganz klar dran zu sagen, Leute, wenn ihr was dagegen tun wollt, müsst ihr auf die Nutzer zugehen, die sowas schreiben, und es muss an der Quelle entfernt werden. Also man kann das leider nicht oft genug wiederholen, weil ja, es gibt den Grundrechtsschutz, das hat der Walter völlig richtig gesagt, aber immer wenn irgendwas schief geht, online oder im Internet, heißt dann sofort, wir brauchen mehr Gesetze, wir brauchen härtere Strafen, und früher oder später kommt dann auch die Forderung, dass genau das im Internet eigentlich gesperrt werden soll. Ja, da war dann noch eine Frage hier. Genau. Ich werde dich noch dran nehmen. Ich glaube, dann werde ich es mal kurz beenden mit den weiteren Fragen und zum nächsten Vortrag übergehen. Grundrechte ist ein sehr gutes Thema, vor allem jetzt gerade. Ich sage nur Hashtag Bundestrojaner. Ist das nicht rechtlich, ist das rechtlich überhaupt möglich? Ich meine, es gibt ja ein Recht auf Privatsphäre, oder? Der Bundestrojaner, auch bekannt als Quellen-TKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung, ganz ein heißes Thema. Ich denke, wie sage ich das am besten, dass es nicht in Ordnung ist, da braucht man nicht drüber reden. Dass uns dieses Thema sehr bald wieder beschäftigen wird, kann ich dir aber auch versprechen. Ja, dann danke ich euch für euren Vortrag und Rede und Antwort stehen. Ich bitte um einen kleinen Applaus.